letzten Jahren, muss man ja schon fast sagen, wenn wir die ganze Super Six-Serie dazu rechnen, nicht mehr erlebt. Heute ist der Plan aufgegangen, der taktische, bisher jedenfalls, den sie hatten gegen Robert Stieglitz. Er hat mehr gemacht, er hat im entscheidenden Moment dazwischen gehauen, er hat den Vorwärtsdrang dieses unermüdlichen, agilen Fighters ausgebremst. Er hat ihm schmerzhafte Spuren im Gesicht zugefügt, er hat ihn am Körper getroffen, er hat mehr Punkte gesammelt, er liegt vorn, er braucht noch eine Runde und da müsste er sicher durch sein, auch nach Punkten. Wieder diese Geste der Selbstsicherheit, begleitet von dem Pfiffen natürlich überwiegend der Stieglitz-Anhangs. Das kann man den Fans nicht verübeln. Jetzt du! Aber auch Arthur Abraham nicht diese Körpersprache. Und jetzt du, hat Uli Wegner reingerufen. Und da kommt der Außenbahn, Innenbahn, Körper, Kopf. Arthur Abraham ist der klar bessere Mann. Ich glaube, das muss man auch im Lager von Ulf Steinfurt und Dirk Jemski anerkennen bisher. Wenn hier nichts Entscheidendes mehr passiert, und woher sollte er diesen Punch plötzlich nehmen, Robert Stieglitz, dann müsste Arthur Abraham das Ding hier auch nach Punkten nach Hause boxen. Und das ist für mich und für viele sicherlich eine Überraschung. Arthur ist nicht mehr der alte Krieger, hat Dirk Jemski gesagt. Uli erreicht ihn nicht mehr richtig, Uli Wegner. Aber heute haben sie den Beweis des Gegenteils angetreten gegen einen Mann, über den die FAZ mal geschrieben hat, der unbekannte Weltmeister. Auf jeden Fall der Schwächste von den vier bedeutenden Weltverbänden in der WBO. Diese Chance hier, die will sich Arthur Abraham nicht entgehen lassen. Und er hat sie bisher zum Teil sogar spektakulär genutzt. Diese Runde ist bei Arthur Abraham. Von Robert Stieglitz kommt nichts mehr. Nichts Entscheidendes jedenfalls. Automatisierte Angriffe, die nichts bringen. Und wir schauen jetzt gleich in der Ringpause vor dem letzten Durchgang noch mal in beide Ecken. Eine Runde noch, Robert. Eine Runde. Vorsicht, tief Vorsicht, atmen. Vorsicht. Tief atmen, tief atmen. Alles okay. Tief atmen. Tief atmen. Und jetzt machen wir ganz konzentriert die letzte Runde noch, ja? Keine Fehler. Nur Schläge. Nur aufpassen. Nein, du musst auch noch mal ein paar hinhauen. Der hat nämlich, ey, das machst du wirklich gut. Du bleibst auf der Innenbahn, das ist klasse. Ja. Du kennst dich gar keiner Mensch. Ich hoffe, Sie vergessen das nicht. Erste 12. Runde, dann muss los. So, konzentriert nochmal. War das klasse gerade? Ich hoffe, Sie vergessen das nicht, sagt Arthur Abraham zu seinem Trainer, der ihn ja immer wieder und heftig kritisiert hat, der ihn einen Feigling genannt hat, der ihn bei seinem Stolz, bei seiner Ehre gepackt hat. Heute hat er alles so gemacht, wie der Trainer es will. Außenbahn weggelassen, Innenbahn viel geschlagen, in die Attacken von Stieglitz hineingekontert. Das ist großer Sport heute gewesen gegen einen Gegner, der nicht ebenbürtig genug gewesen ist, um ihm ernsthaft Paroli zu bieten. Warten wir das Ende ab. Es kann natürlich noch einiges passieren in diesem Sport, das wissen Sie. Aber im Moment wirkt Stieglitz nicht so, als könne er Arthur Abraham jetzt noch durch K.O. bezwingen. Und das ist seine letzte Chance, die ihm noch bleibt. Apropos, das ist der Titel dieses Abends gewesen. Arthur Abraham hat diese letzte Chance, so wie es bisher steht, genutzt.
Der gefragt hat, soll ich laufen oder soll ich auch noch mal schlagen? Schlägt noch mal ein bisschen. Könnte mir vorstellen, dass er seinen Erfolg gerne noch mit einem K.O. krönen würde. Der König Arthur, der den Thron wieder besteigen darf, den der WBO, und dessen Karriere sich fortsetzen wird. Eine Minute 25 Sekunden stehen noch gegen diese Prognose. Das geht ins Leere jetzt von Stieglitz. Er geht auch nicht mehr so nah ran. Er hat wirklich Respekt. Ich will nicht sagen Angst, aber Respekt vor dem, was ihm dort begegnet ist. Denn das hat offensichtlich umgekehrt auch Robert Stieglitz noch nicht erlebt. Arthur, die Halle hier, die O2 World in Berlin, ist auf den Beinen und er feuert sie an mit der erhobenen rechten Schlaghand. Er nutzt das voll aus. Das ist sein Abend heute und er kostet ihn aus bis zur bitteren Neige für Robert Stieglitz. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er jetzt in den letzten 20 Sekunden noch mal richtig dazwischen funkt, Arthur Abraham. Oder tanzt er das jetzt zu Ende? Er wartet noch mal ein bisschen hinter der Doppeldeckung. Es ist vorbei für Robert Stieglitz. Der neue Weltmeister der WBO im Supermittel kann nur Arthur Abraham heißen. Tatjana links, die Lebensgefährtin von Robert Stieglitz, trägt Trauer. Und er gönnt sich den verdienten Schluck aus der Pulle. Arthur Abraham, das war ein starker Auftritt von ihm. Frotch, Ward, Dirrell, alle stärker als Robert Stieglitz, das muss man schon sagen. Er hat Arthur Abraham wirklich nicht ernsthaft gefährden können. Zwei, drei Runden war er der bessere, der aktivere Mann. Aber was er alles geschluckt hat. Ja, und er beschwert sich, dass er nichts mehr gesehen hat, weil das Blut da ins Auge gelaufen ist. Aber daran allein hat es nicht gelegen. Da fehlt, seien wir ehrlich, einfach am Ende auch die Klasse. Vielleicht kriegt er die Chance in einem Rückkampf. Man munkelt, dass ein solcher schon vor diesem Fight hier vereinbart, wo er denn sein soll. Wir werden das nachfragen natürlich in der Nacharbeitung dieses Kampfes. Vielleicht gibt es diese Auseinandersetzung nochmal, die Massen elektrisiert hat. Zwei Deutsche, der eine gebürtig in Armenien, der andere in Russland, in Jeisk. Mit deutscher Staatsbürgerschaft schon seit einigen Jahren im Kampf um die Krone des Supermittelgewichts. Das kann man sich auch noch ein zweites Mal angucken. Wir haben es hier 116, 112 für Arthur Abraham. Und ich bin gespannt, wie die Punktrichter das sehen. Der Trainer ist sich sicher, dass sein Schützling gewonnen hat. Und ich habe ihn wirklich selten so glücklich und zufrieden gesehen. Hat ja auch schon gesagt, Ulf Steinfurt hier mit dem Küsschen für den wahrscheinlichen Verlierer dieses Gefechts. Wir müssen natürlich das Urteil abwarten. Also Uli Wegner, der schon gesagt hat, der Mann kostet mich 10 Jahre meines Trainerschaffens. Und wenn er hier heute verloren hätte, dann hätten wir in der Weltspitze nichts mehr zu suchen. Dann würde er mich nur aufhalten in der Arbeit mit den anderen, die so wunderbar mitziehen in seinem Trainingscamp, mit den anderen Weltmeistern, die er ja auch noch hat. Hernandez zum Beispiel, der nächste. Am 15. September in Bamberg. Große Freude für uns, das für Sie zu übertragen. Der technisch vielleicht beste Mann im Stall von Sauerland. Bei uns live in der ARD, 15. September.
Aber heute, das ist der Abend von Arthur Abraham mit George Bramowski, der die Pratzenarbeit gemacht hat. Denn der 70-jährige Uli Wegner hat da doch ein paar Probleme. Aber alles, was Taktik anbelangt und Einstellung, dafür ist natürlich der Head Coach verantwortlich. Der etwas kleinere Ring hier mit 580 x 580 ist Arthur Abraham sicherlich auch entgegengekommen. 550 ist ja das Minimum. Bis 730 hoch kann es gehen. In einem kleineren Ring ist der, der weniger läuft, natürlich im Vorteil. Aber daran hat es heute nicht gelegen. Es waren die besseren Treffer von Abraham. Wir warten auf das Urteil mit Roman Roy, unserem Ringsprecher. Meine Damen und Herren, hier kommt das offizielle Urteil. César Ramos aus Puerto Rico wertet den Kampf 116 zu 112, 116, 112. Noël Monet aus Montpellier, Frankreich wertet den Kampf ebenfalls 116 zu 112, 116, 112 as well. And Judge Number 3, Rocky Young aus Miami, Florida, USA, wertet den Kampf 115 zu 113. Alle drei einstimmig für den Sieger dieses Gefechts und damit neuen Weltmeister im Supermittelgewicht nach Version der WBO. New WBO Super Middleweight Champion aus Berlin. Auf den Schultern seines Bruders Alexander. Nichts anderes hat er heute verdient. Arthur Abraham ist wieder da. Bis 35 hat er noch einen Vertrag bei Sauerland. 32 Jahre ist er alt. Ein Fight gegen Sturm, der ja gesagt